Herzlich willkommen, liebe Stiere, Jungfrauen und Steinböcke, zu Ihrem Horoskop für die Woche vom 18. bis zum 24. September. Übrigens, um kein Horoskop zu verpassen und auch um meinen Kanal zu unterstützen, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. All das ist kostenlos für Sie. Ich sage schon mal herzlichen Dank dafür. Lieber Stier, ein bisschen hektisch wird's, erfolgreich sind Sie dennoch. Sie sind voller kreativer Ideen und im Privatleben herrscht überwiegend Harmonie. Uranus deutet allerdings darauf hin, dass es auch mal hektische Phasen geben kann. Versuchen Sie dann, die Ruhe zu bewahren und auszuprobieren, was nicht so wichtig ist. Mit Merkur, Jupiter und der Sonne können Sie trotz Hektik einiges auf die Beine stellen. Man bewundert Ihr Engagement und Ihr Know-how. Dank Jupiter haben Sie im Arbeitsalltag so manch pfiffige Idee, was sich besser machen lässt. Zudem haben Sie auch keinerlei Scheu davor, andere um Rat zu fragen, wenn Sie nicht weiter wissen. Das kann auch mal nötig werden, wenn sich manche Projekte ein wenig verzögern. Lassen Sie den Kopf nicht hängen. Probieren Sie es einfach aufs Neue. Das klappt schon. Liebe Jungfrau, Sie sollten sich jetzt nicht überfordern. Die Aussichten für die Woche sind gut. Sonne und Neptun stärken Ihre Intuition und die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen. Das kann besonders im Job sehr hilfreich sein. Saturn mahnt Sie allerdings eindringlich, öfter mal eine Schaffenspause einzulegen. Auch wenn Sie als Jungfrau belastbarer als die meisten anderen Sternzeichen sind, sich selbst zu überfordern, kann sich irgendwann bitter rächen. Mit Merkur in Ihrem Zeichen sind Sie sehr engagiert und selbstbewusst. Sie stellen sich tapfer den Aufgaben, die auf Sie zukommen. Dank Sonne und Neptun beweisen Sie dabei ein ziemlich gutes Urteilsvermögen. Sie wissen, was in Ihrem Verantwortungsbereich fällt und was Sie getrost an andere abgeben können. Gleichzeitig stellen Sie auch Ihre Menschenkenntnis unter Beweis. Lieber Steinbock, und schon geht's auf zu neuen Höhenflügen. Die Sonne, Jupiter und Neptun beflügeln Ihren Geist. Sie finden Freude daran, neue Wissenswelten zu erkunden und sich auch ausführlich damit zu beschäftigen. Einzig und allein Mars kommt Ihnen manchmal dazwischen und er sorgt zwar für angenehme Gefühle, doch er verführt Sie auch dazu, übers Ziel hinauszuschießen. Bleiben Sie realistisch in den Erwartungen und der Erfolg ist Ihnen sicher. Planet Mars und ab Samstag auch die Sonne stehen im kritischen Quadrat zu Ihrem Zeichen. Das lässt Sie ziemlich kopflos durch die Woche gehen. Sie sind fahrig und unaufmerksam. Meditieren wäre eine gute Möglichkeit, Ihre Hektik zu entschleunigen. Probieren Sie es einfach mal aus. Ich wünsche Ihnen für diese Woche viel Liebe, viel Erfolg und dass die Sterne für Sie günstig stehen. Ich sage vielen Dank und würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder zum Horoskop sehen und hören. Und bis dahin alles Gute.